Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Jetzt fangen wir mal mit einer schlechten Nachricht an. Wenn wir dieses DFB-Pokal-Halbfinale jetzt nicht gewinnen sollten, kann es sein, dass wir nach Ende dieser Saison gekündigt werden. Ja, was natürlich wieder sehr, sehr ärgerlich ist. Aber die Ziele sind halt, DFB-Pokalfinale sollen wir erreichen, wir sollen Ligameister werden, Halbfinale Champions League erreichen. Also was sind das für Zielvorgaben? Also verstehe ich nicht. Also es kann sein, dass wenn wir jetzt gegen Dortmund nicht gewinnen, dass die letzte Saison sein wird. Ich hoffe natürlich nicht. Falls es so sein sollte, schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir machen wollen stattdessen, ob wir nochmal neu anfangen oder ich habe ja auch noch nebenbei eine Simo To play Karriere. Das heißt, ich spiele immer nur den Rechtsverteidiger und guck, was die Mannschaft macht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir das machen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wir gehen jetzt rein. Startformation habt ihr eben gesehen und dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass wir ins Finale kommen. Let's go. So. Halbfinale geht los. Also ich habe gesehen, da sind sehr, sehr viele Spieler von Dortmund ausdauertechnisch sehr, sehr angeschlagen. Das sollte ein kleiner Vorteil sein. Und wir spielen auch heim. Und wir spielen heim, wie gesagt. Andrade geht. Asta Franks, da ist er. Oh, das hätte es 1-0 sein müssen. Gute Chance. Den hätte man gerne aufs Tor bringen können. Lefbre bringt da die Flanke. Oh, die ist gar nicht so schlecht gewesen. Anrade kommt aber nicht mehr hin. Schade. Oh, den pflückt er sich dann noch aus der Luft runter. Starke Aktion von beiden. Oh Mann, was machen wir denn da? Stark verteidigt. Oh Mann. Jetzt häufen sich hier gerade wirklich viele Fehler. Erste Riesenmöglichkeit für Dortmund. Hey! So, das muss doch das 1-0 jetzt sein. Udogie. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wie hat er den gehalten? Gibt es da nochmal eine Wiederholung? Nö. Stark von Lacroix. Das hier für ein Hin und Her die ganze Zeit. Erste, nächste gute Möglichkeit Dortmund. Dortmund wird jetzt hier stärker. Und Weber. Und er macht das 1-0. Was ist das? Wir kommen ins Finale. Wunderbar. Oh mein Gott, wichtig. Weber trifft. Also dieser Junge ist Gold wert, ja. Treffer. 1-0. Wichtig. Weber trifft. Der Youngster. Noch nicht mal 18 ist er. Wieso greift denn da keiner jetzt an? Oh mein Gott, was passiert hier? Da ist der Ball
macht Kobel denn da? Oh mein Gott. Und das ist das 2:0 durch einen Fehler von Kobel. Durch einen Fehler von Kobel. 2:0. Wunderbar. Und Weber wieder Doppelpack. Der hat einen starken Linken. Aber das war ein Abwehrfehler von Dortmund. Oh mein Gott, das ist gut gehalten. Abseits aber, ne? So, und jetzt Frimpong. Und ihr Saku nimmt ihn direkt. Oh, wir sind gerade wirklich on fire. Kamavinga. Eckball. Guardiola, der hat einen Hammer. Wieder so ein Torwartfehler. Mann, was macht denn da? Wenigstens bleiben wir im Ballbesitz, aber das war nicht stark von Cherky. Ja. Kommt Dortmund jetzt hier nochmal. Das haben sie stark gespielt. Das haben sie stark gespielt, aber das ist zu spät. Gegentor, natürlich wieder ärgerlich. Wir sind im Finale, aber Gegentor war wieder so unnötig. Naja, gewonnen ist gewonnen. Finale. Wir fahren nach Berlin. Sehr schön. So, jetzt geht's gegen Berlin. Das ist der 31. Spieltag. Noch ist natürlich alles drin. Wir könnten die Europa League jetzt klar machen. Letztes Spiel haben wir es ja nicht geschafft. In der letzten Folge, weil wir ja verloren haben. Dieses vier, nee, das stimmt gar nicht. Wir haben ja gewonnen, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Wir gehen dann mit dieser Startformation. Guedes bekommt jetzt mal eine Chance, weil Frimpong ausdauertechnisch nicht ganz auf der Höhe ist. Würde ich sagen, gehen wir rein. Let's. Ah, nee, warte mal. Ich wollte eigentlich noch Weber reintun. Der hat sich's verdient. Let's go. Gehen wir rein. So. Naja, also zweimal sind wir noch in Berlin, einmal jetzt und dann ganz am Ende der Saison im Pokalfinale spielen wir da entweder gegen Frankfurt oder Bielefeld. Wird auf jeden Fall vom Papier her, denke ich mal, ein einfaches Finale. Was da Franks, erste Schusschance. Oh, wieder so eine Lücken. Was ist das? Also, was ist das? Wer war denn das? Okay, Scalvini ist raus. Ja, okay, gut. Ja. So, lieber. Schade. Okay, was war das? Anrade? Ah, den muss er machen. Kamavinga. Steht's hier wirklich? Oh, jetzt steht's hier aber 2:0. Oh, ist das... Also, ich verstehe es nicht. 2:0 Hertha. Anrade, Mann. Oh, das war ein krasser Schuss.
Das ist der Ball. Torwart hat ihn. Also die sind einfach nicht wach genug. Weber, ein Haken und er trifft nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass Berlin hier zwei Tore besser ist. Sie haben einfach zweimal aufs Tor geschossen und der wird zweimal drin. Ach, da hat aufgepasst. So, und Dodgy. Wieso braucht er denn so lange, um auf den anderen Fuß den Ball zu nehmen? Also diese Fehlpässe, das ist unterirdisch. Dagegen zwei durchsetzen. Okay, macht er auch. Wo ist denn jetzt hier der Rest? Und Schellhardt. So, Wimmer kommt jetzt mal rein. Und wir wechseln jetzt nochmal. Muss er. Hä? Ja, eindeutig Elfmeter. Also. Es war auch so klar. 2:0 steht es hier momentan und wir schauen schon mal, wer als nächstes Riesenchance. What? Okay. Also es war ein schönes Tor, ohne Frage. Aber wie ging der jetzt rein? Das will ich mir nochmal angucken. Ja, okay. 3:0. Das ist heute kein Spiel. So, wenn man stark. Oh, Mann. Hätte vielleicht nochmal ein schöner Spielzug gewesen. Also das Spiel auf jeden Fall jetzt abhaken. Hä? Ich hab da nicht hingespielt. Ja. Gut, 3:0 verloren. Deutliche Niederlage. So, das war's mit dieser Folge. Wir sehen, wir sind immer noch Zweiter, weil Dortmund auch schwächelt. Als nächstes geht's dann gegen Leverkusen. Die spielen um Platz 6. Es ist ein 6-Punkte-Spiel, oder? Es sind jetzt noch 3, 6, 9 Punkte sind zu vergeben. 49, 59, sprich Dortmund kann, Leverkusen kann nicht mehr an uns vorbei. Wir sind also auf jeden Fall safe in der Europa League. Champions League müssen wir noch ein paar Punkte holen. Und Abstieg ist ja schon besiegelt, dass Nürnberg abgestiegen ist, Düsseldorf auch. Gibt nur noch die Frage, ob Bremen, Augsburg, Schalke oder Bochum. Es wird ein spannendes Abstiegskampfjahr. Meisterschaft ist eigentlich so gut wie entschieden. Wenn Bayern gegen Bochum gewinnt, ist es safe. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung oder auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.